Komm. Da, so, damit ist der Helm schon mal weg. Ich verblute hier. Ja, ich bin noch da. Oh. Komm, hol mich jetzt hier. Ich hab doch extra meine Dings gemacht. Alter, nur der Headshot sitzt. Bin verwundet. Brauche Hilfe. Nee, shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wir müssen dir hochhelfen. Ja doch, bin unterwegs, bin unterwegs, bin doch selber gleich tot. Komm, hoch mit dir. Hau ab. Aha. Wo ist er? Alter, lass meinen Jack in Ruhe. Sau. Whee. Erledigt. Was macht der verdammte Aufseher hier? Ein Aufseher bedeutet, dass die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen. Scheiße. Finden wir, was wir suchen und verschwinden dann. Und das am besten so schnell wie möglich, ja. Dann hier. Scheiße. Holy shit. Haben wir da drüben. Also es ist halt eigentlich so viel, wo man halt sich halt umgucken kann, ne? Das ist eigentlich unfassbar. Gehen wir zurück zum Hauptgebäude. Ausschalten! Die Frage ist halt, ob man halt da wo wirklich runtergeht. Verdammt! Ja, komm. Ich glaube, das hat so ein bisschen gesessen. Kann Jack mich hochhelfen? Hochziehen? Ich glaube. Oh, jawohl, Jack kann mich hochziehen. Das ist natürlich mega geil. Das war's. Na los. Nur zurück zum Hauptgebäude. Ich kann halt nicht alles erkunden. Das ist ein Problem. Ich hab hier was. Hilf mir beim Heben. Vielleicht gehen wir richtig, vielleicht gehen wir falsch. Werden wir sehen. Dadurch, Kleiner. Du auch. Unser kleiner Jack. Ja. Das sind definitiv keine Stasetanks. Aber was zur Hölle dann? Nichts Gutes, das ist klar. Ach so, ich verstehe schon. So, zack. Also der Schwarm bzw. Locust. Oder wie auch immer, sind hier auf jeden Fall reichlich vertreten. Das hat man jetzt ja schon gerade gesehen. Kann man die. Ah, okay. Wie viele Dibis hat Jin hier überhaupt stationiert? Gute Frage, sehr gute Frage. Oh, ich habe dafür Muni. Wo habe ich denn die Muni dafür her? Kann ich die alle nacheinander leise ausschalten? Nein! Feuer eröffnen! Was war's dann mit dem Schleifen? Leider nicht. Abzieh! Schade eigentlich. Willst du mich verarschen? Oh fuck. Alter, wo kommt der denn jetzt hin? Hundertprozentig kann man doch drumherum schleichen. Also das würde ich Gears of War oder Gears 5 jetzt schon zutrauen, dass man sich da auch hätte einen anderen Weg gehen nehmen können. Ja. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Vor allem, wenn die einmal zuschlagen, dann ist der unfassbar. Extrem hart, der Schlag. Also, es tut schon ein bisschen weh, der Cave. Hey, 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 ich bin's. Boah, das braucht er nicht. Block mich doch nicht, Mann. Dell. Aber interessant, dass wir halt auf einmal nur zu zweit losgehen. Ich würde halt ganz gerne wissen, was halt mit JD halt passiert ist. Das würde mich halt echt super interessieren.
wie er so den Wandel hat. Vielleicht kriegen wir es ja noch. Okay, da ist auf jeden Fall wieder Party am Start. Ja, die Waffe ist halt schon krass. Schon echt stark. Dann gehen wir mal durch. Ich weiß halt nicht, ob man halt auch verschiedene Varianten jetzt an Wegen nehmen kann. So, damit sollten wir eigentlich wieder ganz gut ausgestattet sein. Dann nehmen wir nochmal die Munition mit. Ist auch voll. Ich bleibe erstmal auf die... DMR. Oh, noch mehr DBs. Was für eine Schau! Okay. Okay, die haben es doch auf uns abgesehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es nicht so ist, aber... Okay. Also, doch gegen uns. Ob das eine gute Idee ist? Hier den Ding jetzt einzusetzen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Halt F. F. Funktioniert nicht, weil wir keine... Oh, Mann, Alter. Es funktioniert nicht, weil wir nichts nach oben, weil wir es halt nicht nach oben schießen können. Oh. Wo ist er denn? Weiß nicht, wo das Vieh hin ist. Die Ladung Egel! Ja, die Ladung Egel sind mir auf jeden Fall lieber. Also komplette Vieh. Also es hält schon viel aus. Alter, wenn Kate nicht überall festhängen würde, wäre es halt not bad. Oh, Jack. Na los, du bist wieder fit. Ist noch nicht mehr viel, was wir da haben. Kriegen wir noch weg hier. Aber interessant, dass Akt 2 hier Kapitel 2 von Akt 2 so extrem kurz war. Warum ist hier auch ein Vollstrecker am Start? So, jetzt müssen wir halt nur noch irgendwo den Vollstrecker finden. Okay. Oh Mann, das war's. Weißt du, ich würde jetzt echt gern dieses Labor. Ja. Erlegen Sie die Schar. Ja, den würde ich auch ganz gerne da dann mitnehmen. So, dann nehmen wir den Vollstrecker mit und dann hole ich mir hier nochmal meine Lancer, wenn ich den nochmal finden sollte. Okay, ich glaube, der ist fort. Verdammt. Okay, mein Lancer ist fort. Wir hätten hier aber noch genug Munition überall gehabt. Naja, egal. Genäsche brauchen wir nicht. Wir haben dafür den Vollstrecker, dass wir auf Klostis ein bisschen was machen können. Na gut. Wir müssen halt erstmal ohne Dingens agieren. So, gehen wir mal durch die Tür durch. Sie klemmt. Na? Del, hilf mir beim Aufmachen. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Das... fühlt er sich übel an. Jack, mach mal Licht. Hey, Kinder, wie läuft's denn so? Klasse Timing, Marcus. Es war weder Labor noch Stasetanks, aber das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort, hätte an Kindern von Emotionsopfern herum experimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert? Ich
Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Was? Wie kann er noch leben? Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. Okay. Finde die KI von Niles. Gib dein Bestes. Okay. So. Da mich das schon ein paar Mal, wirklich, wirklich paar Mal den Arsch gerettet hat, werden wir das auf jeden Fall mal ein bisschen höher holen. Marcus, wusste die Core, was dieser Niles getrieben hat? Sie haben ihn gestoppt, irgendwann. Aber wegen so einem Zeug habe ich der Core nie getraut. Nicht mal, als meine Frau sie geleitet hat. Da kann man auf jeden Fall wieder durchlesen mit Pausieren. So, das Ding nehmen wir auch nochmal mit. Und dann können wir hier auf jeden Fall das Ding machen. Halten Sie in der Spielwelt die Augen offen und schießen Sie die Kindermission ab, um Jacks ultimative Upgrade zu finden und freizuschalten. Alles klar. So, damit haben wir Wiederbeleben auch schon mal durch. Das heißt, wir können als nächstes eventuell... Jack kann losgeschickt werden, um... Dass man hier vielleicht irgendwie den Zepper oder sowas dann... Bisschen verbessert. Schockfalle brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Angriff. Brauche ich alles nicht. Das heißt, wir können eigentlich erstmal wieder weiter ein bisschen sparen an den ganzen Upgrades. Ich bin mal gespannt, was der Niles jetzt zu sagen hat. Aber was sich hier eigentlich ausgedacht wird an krassen Scheiß. Das muss man halt einfach mal sagen. Niles hatte wohl ein Lieblingsversuchsobjekt. Oh ja. Beobachtungsraum. Sie haben das Kind überwacht. Also es ist halt wirklich... Ey, Jack, komm, mach mir mal Licht. Okay, es war schon hier so... Ja, kleine Musikeinlage, dann denkst du, ja, gut, wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Das heißt, wir müssen da durch. Wahrscheinlich einmal durch die Dinges durch. Wir müssen doch hier irgendwo was machen können. Ja. Achso. Das ist abscheulich. Das alles. Die armen Kinder. Retrolenzer. Wer war dieser Niles? Was genau hat er gemacht? Das war geheim. Aber es hatte etwas mit den Locusts zu tun. Also hat es etwas mit dir zu tun. Oh, Patientenanalyse. Das ist denn halt das gute Mädchen, was da beobachtet wurde. Da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Mal gucken, was der Neil zu sagen halt. Aber hier noch irgendwas? Nee. Aber wie krass er halt wirklich den Storystrang von Gears of War halt wirklich machen. Mit Teil 1 gut angefangen, 2 hat sich so ein bisschen gezogen, trotzdem gut weitergeführt. Mit Teil 3 eigentlich ganz gut abgeschlossen. Die erste Trilogie. Mit Teil 4 wieder was Gutes angefangen. Mit Teil 5 jetzt mit, ich würde mal sagen, gut weitergemacht. Der Zahn hat dann halt nicht... Marcus, hier ist das Labor. Gut. Ihr müsst euch aber von den Tanks fernhalten. Wieso? Was ist da drin? Die frühen zornigen Früchte von Niles Arbeit. Man nennt sie Sires. Bei unserer letzten Begegnung waren sie etwas launisch. Launisch. Toll. Findet Niles. Er muss in der Nähe sein. Ach stimmt, da sind wir unten lang gelaufen in Teil 2, glaube ich, war es, ne? Ja, ich kann mich erinnern. Ich glaube, das war in Teil 1 oder in Teil 2. Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder ein Schwarm. Ich kann mich aber noch dran erinnern. Naja, auf jeden Fall hat man auf jeden Fall mit Teil 4 halt so JDs Variante gezeigt. Zurück in die Core, Marcus Phoenix am Start. So langsam glaube ich, dass dieser Niles kein netter Kerl war. Da wieder am Back, jetzt mit Kate. Hier hat man wieder ein bisschen was zu lesen. 17,77% abgeschlossen. Gar nicht mal so schlecht. Gut, man kriegt es eigentlich auch direkt vor der Nase geschmissen. Wenn man da ab und zu mal in dem einen oder anderen Räumchen da reintaucht. Ich bin bereit für diesen Widerling, Niles.